Guten Morgen. Nein, du sagst es mal guten Morgen. Guten Morgen. Nein, moin. Was steht heute an? Bei dem scheiß Wetter. Ich zerleg mein Fahrrad. Ich will mein Fahrrad ja finden. Kipp mein Bike. Also umlackieren. Und du wirst das Zimmer von den Kindern machen. Genau. Und was machst du? Zugucken und den Weg rumlaufen. Was machst du? Hi? Mausi? Blub, 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 blub. Guten Morgen auch von mir. Ich habe endlich wieder ein Stativ, Leute. Guck, kann ich wieder weghalten. Ja, aber ich wollte mit dir im Mediamarkt fahren, ne? Ja. Und ich habe mir eine Kameratasche gekauft. Ist leider schon zu spät, weil das Display hier einen Riss hat, aber naja. Ich muss mir mal so eine Panzerfolie dafür bestellen. Ist jetzt auch zu spät Ja, aber da dafür. geht es nicht weiter auf. Wir haben übrigens 9 Uhr. Der ist schon seit weiß. Ich? Ich dachte, hast du ein nasses Ich bin seit Spielzeug? halb sieben, Was kann jetzt Nase? seit 7 Uhr warm, ja, 7 Uhr. 7 Uhr? Shiva? Bin Nein. ich hier am rumtingeln. Und ich bin seit irgendwas kurz nach 8 wach. Ja. Ja, stimmt. Warum soll ich denn lügen? Nee, stimmt, ich wollte dich nur bestätigen. Ja, ich werde mich jetzt anziehen. Wir warten noch auf DHL. Geschenke. Geschenke. Ja, Max hat sich ein paar Sachen bestellt. Da müssen wir drauf warten. Und dann geht's los. Und ich nehme euch mit. Wir nehmen euch mit. Nö. Doch. Wir sagten, dass ich dich mitnehme. Ich. So, wir sind jetzt auf dem Weg. Und ich habe mir Farbe, das ist dieser Punkt von dem Regal, was wir gekauft haben. Könnt ihr im letzten Vlog sehen, was wir alles geholt haben. Das ist für Joelle die Farbe. Also soll es werden. Und für Lea habe ich ihren Bettbezug mitgenommen, weil ich diesen Rosaton so schön finde. Und gucken will, ob die so einen Ton da haben. Und wir haben eiskalt Pullis an, weil es draußen echt eklig Wetter ist. Willst du rein? Kommt das? Setz dich doch. Wollte ich gerade fahren. Ja, dann passe ich fast nicht. 300 Kilo. Schaff mir gerade. Gerade so. Leute, guck mal, wie klein und wie süß diese Eimerchen sind. Ich habe jetzt zwei perfekte Töne. Und das hier ist für Joelle. Und es ist sogar exakt der gleiche Farbton wie das Regal, was wir gekauft haben. Nee, das ist für Lea, das ist für Joelle. Sehr, 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 sehr schön. Ich freue mich. So, Leute, es geht los. Ich werde jetzt erstmal alles das hier wegräumen, dass ich da dran komme. Und auch hier, also die komplette Kinderzimmerseite kommt jetzt erstmal raus, beziehungsweise teilweise dann hierhin. Ich habe jetzt keine Wandfarbe für die hier gekauft, weil mir die da aber nicht gefallen hat. Da werde ich mal mit unserer Farbkarte hingehen und die mischen lassen. Und das kommt dann auch noch diese Woche. Aber erstmal widmen wir uns dieser Seite. Das Häuschen ist fertig. Nein, Spaß. Ich habe es jetzt mal ausgemessen und abgeklebt. Und falls ihr jetzt fragt, was es für ein Maß hat, also das ist 80 bzw. Nein, Quatsch. Es ist mehr. Es ist 93,5 von da bis da. Die Höhe, man muss es dann so teilen. Die Höhe sind 30 cm und dann erübrigt sich den Rest. Der Rest. Die Höhe ist 1,20 m. Und das werde ich jetzt mit Acryl einmal versiegeln und dann werde ich es streichen. Und Sunny sitzt da im Bett und mault mich an, weil sie gekuschelt werden möchte und weil das Bett jetzt nicht da steht, weil die schläft ja immer darunter. Und jetzt hat sie damit ein Problem, weiß nicht wohin. Nee, du bist verrückt, bist du. So, ich mach mal weiter, sonst werde ich nicht fertig. Can't stop thinking about today and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down, yeah, you make me smile. You're the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. You are the solution.
erstes Update. Ich habe jetzt noch ein Häuschen gemacht. Der Schrank von Lea kommt quasi dann fast hier an die Kante. Und das gleiche gibt es dann halt nochmal auf Joels Seite. Ich finde es irgendwie voll süß. Da habe ich ein bisschen Weiß nachgepinselt, das muss aber noch trocknen. Die Augen habe ich jetzt abgemacht und ich werde die hier übers Bett machen. Und ja, jetzt werde ich mal das Bettchen hier wieder hinstellen. Und ich finde diese Farbe wunderschön, ohne Witz, Leute. Ich kann euch auch gerne mal zeigen, wie die heißt. So heißt die. Ich habe jetzt meinen Finger auf der Adresse. So sieht die aus. Das ist von Alpina Feine Farben. Das ist so eine Farbkarte. Die müsst ihr dann vorne abgeben und dann könnt ihr euch diese Farbe mischen lassen. Weil ein Liter von dieser Alpina Feine Farben kostet, lasst mich nicht lügen, ich glaube 24 Euro. Und dieser Eimer kostet nur 8,50 Euro. Also lasst euch die Farbe anmischen. Nehmt euch einfach diese Farbkarte und dann, ja, oder ihr nehmt euch einfach jetzt einen Stift und einen Zettel und lasst euch das so nachmischen. Schaut mal, das ist jetzt die Farbe für Joelle und ich habe das anhand dieses Brettes machen lassen. An der Wand sieht es natürlich dunkler aus als im Eimer, klar. Das ist ein IKEA-Regal. Das ist so ein Würfel. Und ich wollte, dass es halt nicht, also es muss nicht die gleiche sein, wenn es nicht ganz so ist, ist es auch nicht so schlimm, aber in der Farbfamilie wollte ich bleiben. Und das kommt jetzt hier dran. Wand ist fertig und wisst ihr, ich war voll der Held, ne? Ich sag's euch. Das ist halt, wie gesagt, die originale Farbe und das ist jetzt die Wandfarbe. Mich ärgert es ein bisschen, ich hätte das Brett mitnehmen müssen, anstatt nur den Aufkleber von dem Karton. Aber nun gut, ich hoffe, weil das ja auf verschiedenen Wänden ist, dass es dann nicht so doll auffällt. Ihr werdet es noch sehen. So, jetzt habe ich das zweite Mal gestrichen. Jetzt werde ich das Klebeband abmachen und dann werde ich hier aufräumen, das Bett zurückschieben und dann zeige ich euch mal, wie es aussieht. Fertig! Leute, was sagt ihr? Ich finde es richtig cool. Der Schrank steht exakt in der Mitte, also links und rechts ist noch so ein bisschen weißer Streifen. Aber wenn man so genau in der Mitte steht, sieht es so aus, als wenn es dazugehören würde. Ich finde es richtig cool. Also wie gesagt, beide Kinder haben exakt das gleiche Maß. Es sieht bei Lea ein bisschen kürzer, weniger aus, weil das Bett höher ist. Lasst euch davon nicht täuschen. Aber ich finde es richtig schön. Es muss jetzt noch durchtrocknen. Ich habe jetzt hier auch die Wand einmal nachgestrichen. Das sieht man auch, das ist alles nass. Und ja, dann geht es morgen auf die andere Seite. Oh, ich bin fix und fertig. Ich finde ja, dass es jetzt... ich muss mal die Kamera ein bisschen tiefer machen, so. Ich finde ja, dass es jetzt wirklich getrennt aussieht. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Vielleicht fandet ihr das auch vorher schöner mit weißen Wänden. Aber ich wollte halt so, dass so jeder seine Ecke hat. Wisst ihr, wie ich meine? Rosa Mädchen, blau Junge. Wobei, Joelle hat sich die Farbe ja selber ausgesucht. Und ja, bei Lea kommen jetzt noch die Wimpern wieder da dran. Da so übers Bettchen. Und sieht bestimmt ganz, ganz süß aus, wenn das alles fertig ist. Ich freue mich richtig und die Kinder wissen halt von nichts, ne? Die wissen gar nichts. Die wissen nicht, dass wir hier irgendwas machen oder ich. Und deswegen freue ich mich umso mehr und hoffe, dass wir bis Sonntag oder ich bis Sonntag fertig bin, aber ich denke schon. Im Übrigen sieht es hier so aus. So, jetzt werde ich mich dieser Wand widmen. Ich werde schon mal die Sternchen abmachen, weil diese Wand wird grau. Damit das hier alles zum restlichen Zimmer passt. Ich fand die Farbe übrigens nie schön. Das haben wir ja selber angemischt und das sollte ja schon grau werden. Also diese Wand sollte schon vor über einem Jahr grau werden. Nur ich habe die nicht anmischen lassen, weil ich noch Farbe hier hatte. Dann dachte ich mir, okay, komm, misch sie selber und dann ist das halt rausgekommen. Und ich fand das nie schön. Und ja, jetzt werden wir, oder ich sage mal wir, Markus ist gar nicht da. Jetzt werde ich diese Sternchen hier alle abmachen. Die kann man übrigens nochmal verwenden, also ich werde die auf so eine Trägerfolie kleben. Wobei ich davon noch genauso viele habe, mal gucken, wie die abgehen.
Und dann werde ich mir eine schöne Farbe ausruhen. Bei Bauhaus hat mir irgendwie nichts gefallen, deswegen gucke ich mal in unsere Farbkarte. Ein kleines Update für euch. Also, das ist jetzt aktuell der Stand der Dinge. So sieht es gerade aus. Joels Seite, da fehlt natürlich noch ein bisschen. Und das ist Leas Seite, ist auch noch nicht fertig. Ich habe jetzt hier in das Häuschen diesen Bilderrahmen reingehängt. Skaya, pfui! Und habe dann da ein Bild, sagt man schon, diese Lichterbox und ihre Nachtwolke und dieses Tischlein. Ich möchte gerne noch die Füße in der Wandfarbe streichen. Ihre Äuglein sind wieder dran. Und ja, das gehört nicht dahin. Ich habe es nur mal dahingestellt. Davon habe ich zwei. Das kommt dann über den Schreibtisch, das seht ihr aber alles noch. Und diese Bettwäsche, die habe ich jetzt nur mal aufgezogen, um euch zu zeigen. Die habe ich bei H&M gekauft und dieselbe für Lea auch. Das ist jetzt nicht die gleiche. Die kann ich euch aber auch mal gerne verlinken. Ich hole mal schnell die andere und zeige die euch mal. Das ist jetzt die andere, die hat einen helleren Rosaton und so dunkelgraue Sterne. In der Kamera sieht es ein bisschen schwarz aus, aber passt auch super gut hier hin. Und ja, ich weiß, es sind wieder Sterne, aber Lea liebt diese Bettwäsche. Ich darf nichts anderes aufziehen außer diese Wäsche. Deswegen habe ich nochmal was mit Sternchen gekauft. Und ja, ihr Teppich passt hier ganz gut hin und ich möchte für Joel, den gibt es auch noch in Grau, hier hinlegen. Damit er auch einen Teppich hier hat. Und hier kommt dann auch noch einer hin. Und hier sieht es immer noch katastrophal aus. Aber Leute, ich mache morgen weiter. Ich mache jetzt hier einen Cut. Und morgen geht's weiter. Nächster Tag. Guten Morgen. Ja, wir haben 11:30. Und ich habe gestern Abend schon mal die Sterne von der Wand gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man hat sie nicht aufheben können. Also die sind alle leider kaputt gegangen. Und man sieht hier sogar, wo die Sterne waren. Sieht das? Aber das ist normal. Ja, hinter mir ist Chaos. Muss eben alles von der einen Seite zur anderen rücken, weil ich nicht die ganze Wohnung vollstellen möchte. Kleiderschrank muss gleich auch noch rüber. Und ja, mau. Und jetzt fahren wir, fahren Markus und ich zu Xenos. Ein bisschen was für virtuell besorgen. Ich habe nämlich vor, so eine schöne Buchstabengelande. Au, was ist denn das hier? Möchte ich dahin machen? So. Und boah, meine Hand sieht voll braun aus, ne? Und seinen Namen wollte ich gerne in so Holzbuchstaben dahin machen. Eventuell auf das kleine Häuschen den Namen und hier die Gelande. Und da wollte ich mal gucken, weil ich genau weiß, dass die das da haben. Dank euch, ihr helft mir ja immer bei sowas. Und da fahren wir jetzt mal hin. Und wegen der Farbe für diese Wand, ich tue mich da echt schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde ein bisschen auf den Teppich warten und die Farbe an den Teppich anpassen. Ja, ich glaube, das mache ich. Der kommt nämlich auch gleich. Aber ihr werdet es sehen. Ich werde es euch zeigen. Ich bin wieder zu Hause. Ich habe die Girlanden bekommen. Habe einmal eine weiße gekauft und einmal eine schwarze. Da werde ich dann gleich mal zusammensetzen und ich will die halt dahin machen. Sieht bestimmt sehr schön aus. Und guck mal, was ich gefunden habe. Zwei so wirklich sehr, sehr, sehr süße Bilderrahmen zum Hinhängen. Der hier für Lea, der für Joel. Die hatten noch einen in so einem Blau, aber der würde dann auf dieser Wand total verloren gehen. Deswegen habe ich den genommen. Und jetzt kann man es nicht so gut sehen, aber es ist fast die gleiche Farbe. Den weiß ich noch nicht genau wohin. Aber ich dachte mir so unter die Augen. Der ist halt recht klein. Und jetzt werde ich mal die Girlanden hier zusammenbauen. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. So. Ich weiß noch gar nicht, was ich schreiben soll. Ich muss ja echt mal gucken, was sind Buchstaben, Zahlen. Ich glaube, ich sortiere das erstmal. Haben wir hier schon mal ein E. Virtuell. Kann man das sehen? Boah, das sieht man richtig schlecht in der Kamera. Ich habe die Wand jetzt mal weiß gestrichen. Weil ich denke, dass das, glaube ich, in weiß ganz gut ist. Die muss natürlich noch zwei, dreimal gestrichen werden. Und dann
ist das Zimmer quasi fast fertig. Ich bin mal gespannt. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich schöner finde. Schwarz oder weiß? Ich weiß es nicht. Ist ein bisschen schwierig jetzt. Bei Lea kommt auf jeden Fall schwarz dahin. Unter die Äuglein. Das passt dann auf jeden Fall gut. Aber bei Joel bin ich mir noch nicht so sicher. Ob weiß nicht so lasch ist. Wisst ihr, wie ich meine? Bestimmt denkt ihr, die hat sie nicht mehr alle. Aber irgendwie weiß ich es noch nicht. Mensch. Naja, ich werde mich jetzt auch an dieser Stelle verabschieden. Ich weiß, das ist für viele ganz gemein. Allerdings möchte ich gerne eine Roomtour drehen. Und wenn ich dann jetzt schon zu viel zeige, dann bringt die Roomtour ja nichts mehr. Ich werde jetzt hier noch voran machen. Achso, im Übrigen ist die Lampe gekommen und nicht der Teppich. Obwohl der Teppich hätte eigentlich kommen sollen und die Lampe nicht. Das ist die Lampe. Die muss Markus noch dran bügeln. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bei der Roomtour. Falls ihr Bock habt, dann schaltet auf jeden Fall ein. Ich hoffe, euch hat dieses Video Spaß gemacht und bin mal sehr gespannt, wie das Endergebnis aussehen wird und wie ihr das dann so finden werdet. Und ja, mir gefällt es auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ich muss jetzt hier auf jeden Fall erstmal aufräumen. Und bald sehen die Kinder es und ich freue mich. Freue mich wirklich sehr. Und in der Roomtour werdet ihr auch die Reaktion von den Kindern sehen. Ich werde das nämlich filmen. Ich denke, die freuen sich riesig. Also, bis zum nächsten Video. Bye, bye.